Demokratie braucht viele Meinungen. Godehard Wackenhut ist einer, dem es nicht egal ist, wie Meinung entsteht. Ich finde, unsere Medienlandschaft ist ja schon ziemlich stark gemainstreamt. Man liest überall dasselbe. Da finde ich es gut, unabhängige Blickwinkel zu haben und auch andere Blickwinkel zu haben und dann auch die Meinung dazu. Meinungsvielfalt braucht viele unabhängige Stimmen. Das weiß auch Heike Rittel. Wenn ich eine Zeitung lesen möchte, dauerhaft, die unabhängig ist, dann braucht die eine finanzielle Grundlage. Eine solche finanzielle Grundlage schafft natürlich keiner alleine. Doch wenn sich viele zusammentun, kann etwas Großes entstehen. Eine, die ihren Teil dazu beiträgt, ist Wilma Horne. Ich fand es einfach immer schon ein gutes Projekt. Und mir ist es dann mit der Buchhandlung ganz gut gegangen. Dann habe ich sie also abonniert und habe auch den politischen Preis bezahlt. Ich wollte einfach die Taz unterstützen. Die Taz, das ist seit 1979 die erste linksalternative und überregionale Tageszeitung Deutschlands. 1992 wird die Taz-Genossenschaft mit 3000 Mitgliedern gegründet. Menschen, die nicht auf schnellen Gewinn spekulieren, sondern aus Überzeugung in eine gute Sache investieren. Und das ist eigentlich die Motivation gewesen, Genossin zu werden. Die Taz ist anders. Ja? Hier gibt es keine Herausgeber, keine kommerziellen Interessen. Bis heute gibt es über 16.000 Genossinnen und Genossen. Jeder hat eine Stimme. Werden auch Sie Teil der Taz? Taz, was sonst?